ganze Börsengeschichte hat in Asien angefangen und da hört sie auch eines Tages wieder auf. Nein, nein, nein. Glaub's mir, es ist so. Und in der Zwischenzeit kann man hier mit dieser Unruhe im Parkett ganz gute Geschäfte machen. Zwar nicht auf dem Level wie vor anderthalb Jahren, aber immerhin. Naja, und was soll ich jetzt deiner Meinung nach eigentlich tun? Denn es ist ja... Sag mal, hörst du mir eigentlich überhaupt noch zu? Hey. Was hast du gesagt? Du wolltest mir eben noch einen Tipp geben. Tipp? Ja, einen Tipp. Ich hab da was für dich mitgebracht. Lies dir das in Ruhe durch. Wenn es für dich eine Frage kommt, ruf mich an. Meine Handynummer hast du ja. Neue Mission, günstiger Einstiegspreis. Naja, und mit wie viel muss ich da einsteigen? 200.000. Boah, das ist aber eine Menge Kohle. Du hast doch einen reichen Schwiegervater und jetzt entschuldige mich. Sie sind verabredet? Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Tja, dann darf ich mich vielleicht erstmal vorstellen. Mein Name ist Knut Dressler. Sonja. Mhm. Sonja Harris. Tag. Guten Tag. Hat zu lange den Flug? Dankeschön. Wie lange werden Sie diesmal bleiben? Von 3 bis 4 Stunden. Gut, ich lasse Ihnen die kleine Suite herrichten. Die kleine Suite bitte für die Herrschaft und keine Störung. Darf ich Ihnen was aufs Zimmer bringen lassen? Nur eine Kleinigkeit. Gerne. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ist Frau Harris schon zurück? Nein, nicht. Nein, brillant sind Sie wirklich nicht. Aber was ich sehe, reicht mir. Ich hab's gewusst. Geahnt. Und jetzt habe ich den Beweis. So ist das nun mal. Ja, mein Entschluss steht fest. Du hast recht. Das kann ich wirklich nicht von dir verlangen. Trotzdem Dank. Ich leg jetzt auf. Sie sind wieder da. Ich möchte wissen, was die für Geschäfte machen. Siehst du, auch so eine Geschichte. Und dann wunderst du dich, dass du erpressbar bist. Ja, vielleicht. Es hat geklappt. Dressler hat angebissen. Sehr gut. Wir sind für heute Abend zum Essen verabredet. Wo? Im Vogelbauer. Haben Sie vorgeschlagen? Ja. Es bleibt alles wie besprochen. Es gibt nur die eine Straße. Hinter dem Brückenwirt rechts, der erste Parkplatz auf der linken Seite. Da bringen Sie ihn hin. Ein bisschen mulmig ist mir schon. Tu es für uns. Denk an unsere Zukunft. Und vielen Dank für die Information. Du hast doch gehört. Dressler läuft mir geradewegs in die Falle. Und Sonja Harris ist der Köder. Ja. Das ist der Vorteil, wenn man den Erpresser kennt. Willst du ihn umbringen? Ist nicht geplant. Lass dir wenigstens offen, notfalls zur Polizei zu gehen. Du weißt genau, dass das nicht geht. Wenn ich nur wüsste, wie er an die Unterlagen gekommen ist. Ja? Nein, nein, heute geht's nicht mehr. Mir ist was dazwischen gekommen. Ja. Das Geld bekomme ich. Nein, nein, keine Sorge. 100.000 morgen und den Rest 24 Stunden später, ja. Nein, wenn ich's dir doch sage, ich bekomme das Geld, ja. Wie du willst, wie du willst. Aber das Risiko trägst du dann. Ja, Moment. Hast du mich verstanden? Okay. Ja, ich muss los. Okay, ciao, ciao.
Vegetarier. Ihre ersten Vorfahren lebten bereits vor 60 Millionen Jahren. Allerdings waren sie damals nur so groß wie Dachse. Später gab es sogar Riesenexemplare mit über 4 Metern Schulterhöhe. Ihr heutiges Oder Aussehen hat sich seit einigen Jahren nicht mehr verändert. Die eindrucksvolle Vergiss nicht den Überraschungseffekt. Ist gut, da sie sehr kurzsichtig sind. Dafür können sie hervorragend riechen. Die Rechnung, bitte. Es ist erst 10. Ich weiß. Aber wenn wir jetzt gehen, bleibt uns mehr Zeit für den Rest des Abends. Versprechen Sie sich nicht zu viel. Wir kennen uns doch erst ein paar Stunden. Das Leben ist zu kurz, um es auf die lange Bank zu schieben. Danke für den Tipp. Das Lokal werde ich mir merken. Ach ja? Ja. Und mit wem wollen Sie jetzt nächstes hierher? Mal sehen, wenn wir morgen schöne Augen machen. Oh. Du hast doch gewusst, wo wir sind. Ja, was habe ich denn davon, wenn keiner ans Telefon geht? Was ist passiert? Ja, also zuerst hat alles nach Unfall ausgesehen. Aber der Arzt sagt, der Mann war bereits tot, bevor der Wagen von der Straße abgekommen ist. Der Mann ist erschossen worden. Wer ist der Tote? Zeig doch mal. Ein gewisser Knut Dressler. Trigalski-Allee. Alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, ich bin schon 3 Stunden hier heraus. Geboren am 14.01.49. Beruf? Steht doch nicht auf dem Ausweis. Da sind Visitenkarten drin. Könnt ihr mich nicht einmal ausreden lassen? Ist ja gut. Ist ja gut. Dressler Consulting. Nicht selten die neudeutsche Bezeichnung für Bescheißen. Sie sind voreingenommen, Hane. Es gibt durchaus auch seriöse Beratungsfirmen. Ja? Schon möglich. Hast du das hier gesehen? Eine Rechnung zum Vogelbauer, Restaurant zum Vogelbauer, Datum von heute. Weiß jemand, wo das ist? Langsam, langsam, alles der Reihe nach, ja. Ich habe noch mehr. Schließlich hat es ja sehr lange gedauert, bis die Herren gekommen sind. Ja, ist ja gut, so langsam können wir mitziehen. Das Restaurant ist 500 Meter von hier. Dressler muss von da gekommen sein. Na gut, dann fahre ich da mal hin und schaue mich ein bisschen um. Ich möchte nur wissen, wo die Frau geblieben ist. Was denn für eine Frau? In dem Wagen muss eine Frau gewesen sein. Wie kommen Sie denn darauf? Oh, Parfum.
nicht billig. Außerdem haben wir in dem Wagen einen Lippenstift gefunden und eine Haarspange. Und da drüben auf dem Weg, ein Stück weiter oben, Schminksachen, einen zerbrochenen Taschenspiegel und Blutspuren. Hat die Polizei benachrichtigt? Eine Autofahrerin, die kurz nach dem Crash vorbeigekommen ist. Wo ist sie? Hä? Wo sie ist? Ja, ich habe sie für morgen früh ins Präsidium bestellt. Sie hat einen Mann gesehen, der sich an dem Wagen zu schaffen gemacht hat. Er hat ihr gesagt, sie soll die Polizei verständigen. Sie ist dann darüber gefahren zu dem Haus da drüben, hat telefoniert und als sie zurückgekommen ist, da war der Kerl verschwunden. Und? Was und? Ja, irgendeine Personenbeschreibung? Ja, gleich morgen früh machen wir nach ihren Angaben ein Phantombild. Aber warum nicht gleich hier, solange der Eindruck noch frisch ist? Ja, die Frau war völlig fertig. Ich habe sie nach Hause geschickt. Der Wirt und der Kellner haben Dressler auf dem Ausweisfoto wiedererkannt. Er ist heute Abend hier gewesen, zusammen mit einer Frau. Groß, schlank, um die 30. Kurz nach 10 sind sie dann gegangen. Mehr nicht? Keine Schüsse? Nichts Verdächtiges? Nee, nichts. Hat keiner was gehört. Wahrscheinlich hat der Täter einen Schalldämpfer benutzt. Bis jetzt ist das nur eine Vermutung, dass die Schüsse hier abgegeben wurden. Ja, dabei wird es auch bleiben, wenn wir nicht bald mehr Licht kriegen. Oh, Kollege. Mehr Licht? Goethes berühmte letzte Worte. Es wird gleich heller, das Aggregat ist schon unterwegs. Kommen Sie mit rein. Hast du jetzt ein Problem? Allerdings. Ich brauche ein Alibi. Hast du ihn umgebracht? Nein. Gut. Ich helfe dir. Unter einer Bedingung. Du änderst den Geschäftsführervertrag, indem du mir das Hotel überschreibst. Im Falle deines Todes oder sagen wir mehr als fünfjährige Abwesenheit. Zu meiner Absicherung. Damit du mich nicht einfach auf die Straße setzen kannst. Das habe ich überhaupt nicht vor. Du hältst mich wohl für blöd. Du fängst was an mit dieser Sonja Harris. Ja, ich weiß Bescheid. Ich frage mich, wie weit geht er diesmal? Ist es nur eine von seinen Affären oder setzt er sie morgen auf meinen Stuhl? In deinem Bett war sie ja schon. In unserem auch? Also, Karin, ich bitte dich. Ist ja auch egal. Weißt du, ich bin es leid, immer die Betrogene zu sein. Irgendwann ist das Maß an Demütigungen voll, verstehst du? Randvoll. Was hast du vor? Hat dich jemand gesehen? Nein. Vielleicht. Also was denn nun? Ich weiß nicht. Vorsichtshalber meldest du morgen früh deinen Wagen als gestohlen. Den Schlüssel. Hol mich in einer halben Stunde am Opernplatz ab mit meinem Wagen. Noch etwas. Sieh zu, dass du die Unterlagen von Dressler wiederkriegst. Sonst hast du über kurz oder lang den Nächsten in der Presse am Hals. Oder die Polizei. Karin? Ja? Danke. Schon gut, das bin ich dir schuldig. Wenn du dich an unsere Abmachungen hältst.
Puh. Mach mich stimmt das Gold im Mund. Doch, allzu viel ist ungesund. Ja, Moment. Hane, Pavarotti zusammen, das schaffe ich jetzt nicht. Moment. So. Habt ihr mich geweckt haben? Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ja, eine ganze Menge. Das klären wir später. Ja, ich bin klitschnass. Ja, einen kleinen Moment. Können Sie sich mal über eine Frau namens Sonja Harris schlau machen? Ja? Das ist die Frau, die gestern Abend mit Knut Dressler essen war. Ja, die Kollegen von der Spurensicherung haben ihren Ausweis am Tatort gefunden. Ja, da waren Sie ja auch schon weg. Ja? Der Ausweis von ihr liegt ja bei mir auf dem Schreibtisch. Die Frau ist im Krankenhaus, in Bogenhausen. Ja, da wissen Sie ja schon Bescheid. Genau, deshalb rufe ich ja an, Herr Kollege. Ein Autofahrer hat sie gefunden und dorthin gebracht. Und, ist sie verletzt? Ziemlich schwer, aber Sie können mit ihr sprechen. Melden Sie sich bei einem Dr. Vollmer. Alles klar, Vollmer. Ja, der hat die angerufen. Danke, bis später. Alles klar, bis später. Was für ein Dummbild. Natürlich erhalten Sie die gleichen Zimmer für die gewünschten Konditionen. Bitte. Der Notartermin ist um 4 Uhr. Und was ist mit Dresslers Unterlagen? Erledigt. Falls er nicht noch Unterlagen kopiert und woanders hinterlegt hat. Aber das glaube ich nicht. Nicht, nachdem ich das Büro gesehen habe. Dieser Dressler war kein Profi. Nur ein kleiner Wichtigtour. Sie hat großes Glück gehabt. Dabei ist die Schussverletzung noch das wenigste. Streifschuss am Oberarm. Sie sehen ja selber, was Sie jetzt so machen können. Das Schmerzmittel wird gleich wirken. Sie haben also nicht viel Zeit. Sie sind von der Polizei? Das ist gut. Wovor haben Sie Angst? Ich weiß es nicht. Was ist gestern Abend passiert? Erinnern Sie sich, dass Sie in einem Restaurant waren? Nein. Wie heißen Sie? Siska. Haben Sie auch einen Vornamen? Ja. Peter. Peter? Sie dürfen niemandem sagen, dass ich hier bin, ja? Versprochen. Versprochen. Ist das Ihr Werk? Wie lange haben Sie denn dafür gebraucht? Wir waren leider wieder mal zu spät. Für die Ordnung hier ist jemand anderes vor uns verantwortlich. Und wie ist dieser jemand reingekommen? Die Tür war aufgebrochen. Und keiner hat was bemerkt? Nee, die Spurensicherung ist unterwegs. Was haben Sie denn da? Verträge, Policen, Briefe,
dreht sich alles um Provisionsgeschäfte. Der Typ hatte überall seine Finger drin. Immobilien, Versicherungen, Anlageberatung. Da ist seine Kundenkartei. Hm. Vielleicht war es ja einer von denen, einer, der mit Resslers Beratung nicht einverstanden war. Ja, oder es war eine von seinen zahlreichen Damen. Was sind für Damen? Der Typ muss ein richtiger Frauenheld gewesen sein. Ein wahrer Ladykiller. Woher wissen Sie das? Na hier, aus seinem Notizbuch. Ach so, noch was. Vor 6 Wochen ist er aus seiner Wohnung rausgeflogen wegen Mietschulden. Das hat mir der Vermieter bestätigt. Und seitdem hat er hier im Büro gehaust. Schulden also. Ich muss los. Sie bleiben hier, bis die Kollegen kommen. Wir sehen uns dann im Büro. Jo. Gut, dass Sie kommen. Ich müsste dringend mal raus. Oder haben Sie vielleicht zufällig eine Zitrone dabei? Oh, das ist blöd. Ausgerechnet heute habe ich keine dabei. Was haben Sie denn vor? Ich wollte mir eine heiße Zitrone machen. Hat sie erwischt, hä? Das ist auch klar. Was treiben Sie sich die ganze Nacht in der Kälte rum? Ja, machen Sie eine Witze. Sie sind der Nächste. Oh, ich hoffe nicht. Mir fehlt nur eine Mütze Schlaf. Ich habe Ihnen den Obduktionsbericht da hingelegt. Wollen Sie wissen, was der Dressler gestern Abend im Restaurant gegessen hat? Aber nur, wenn er daran gestorben ist. Nein, gestorben ist er an 3x9mm Blei. Er ist innerlich verblutet. Tatwaffe? Bisher nicht aufgetaucht. Vermutlich eine P38. Was ist denn eigentlich mit der Frau im Krankenhaus? Sonja Harris. Die kann sich an nichts erinnern. Noch nicht. Aber ich denke, sie ist rein zufällig in die Schusslinie geraten. Aber das dürfte kein Problem sein, über Sie was in Erfahrung zu bringen, ne? Das ist schon passiert. Sonja Harris ist PR-Dame im Hotel Landgraf. Na bitte. Die werden Sie da sicherlich schon vermissen. Ah, ich habe noch etwas. Den Bericht von der Spurensicherung. An Dresslers Wagen war ein Peilsender angebracht. Reichweite? Schätzungsweise 200 Meter. Amateurarbeit. Ja. Im Radkasten versteckt. Hier ist ja schon richtig Action. Fingerabdrücke? So viel Sie wollen. Einen davon haben wir sogar im Computer. Mario Scheuer, vor 4 Jahren Fahrerflucht. Identisch hier mit dem Phantombild. Wie heißt der Kerl? Mario Scheuer. Mario Scheuer, das habe ich doch schon mal gehört. Hm? Doch, das habe ich schon mal. Nee, gelesen habe ich, genau. In der Kundenkartei von Dressler. Scheuer. Ein Hauch von Genialität webt durchs Büro. Dafür habe ich mir einen freien Tag verdient. Und er auch. Danke, Lord. Keine Chance. Mietdenken ist ein Privileg und ein ganz persönliches Vergnügen und wird selten extra bezahlt. Was haben Sie jetzt vor? Mantel holen. Und dann? Stadt verteilen, fächerartig ausschwärmen. Hier, besuchen Sie Mario Scheuer. Ich bin doch gerade erst gekommen. Ändert nichts. Ich sehe mich mal in diesem Hotel aus. Kommen Sie. Hier, die Adresse brauchst du noch. Prost. Na, für dich tue ich alles. Herr Siska? Fink. Ja. Tut mir leid, wenn Sie warten mussten. Macht nichts. Für Sie. Danke. Und ist er wieder aufgetaucht? Wer? Na, mein Wagen. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Sie sind doch von der Kripo. Ja, aber was ist mit Ihrem Wagen? Er ist gestohlen worden. Ach, das ist eine andere Abteilung. Ich bin von der Mordkommission. Kommen Sie, gehen wir in mein Büro. Bitte. Ja, danke. Ich wollte eigentlich mit Sonja Harris reden, aber man hat mir gesagt, dass sie nicht im Haus ist. Das ist richtig. Darf ich fragen, warum Sie mit ihr sprechen wollen? Wir haben ganz persönliche Gegenstände von ihr gefunden, im Zusammenhang mit einem Mordfall, in dem wir gerade ermitteln. Aha. Und wer ist ermordet worden? Knut Dressler, ein Versicherungsmakler. Kannten Sie ihn? Nein. Wo waren Sie gestern Abend? In der Oper. Mit meiner Frau. Karin! Kommst du mal bitte? Guten Tag. Guten Tag. Das ist Herr Siska, meine Frau. Ja, ich habe gehört, worum es geht. Wir waren gestern Abend in Figaros Hochzeit, in italienischer Sprache. Herrlich. Ja, und bis wann ging dieser herrliche Abend? Bis 10:30. Vielleicht auch ein bisschen später. Warten Sie, ich glaube, ich habe die Karten noch. Ach, nein, da steht leider nicht der Schluss drauf. Ja. Ja, und anschließend waren wir noch gegenüber in einem Restaurant. Nochmal zu Sonja Harris. Wissen Sie, wo sie ist? Nein,
Sie ist heute Morgen nicht zum Dienst erschienen. Wir haben schon bei ihr angerufen, aber sie meldet sich nicht. Hat sie Angehörige? So viel ich weiß nicht. Jedenfalls nicht in München. Gut. Sollten Sie was von ihr hören, dann rufen Sie mich bitte an. Ach ja, was Ihren Wagen betrifft, ich werde mich mal bei den Kollegen erkundigen. Wie ist denn die Nummer? Ach was, lassen Sie mal. Sie müssen sich nicht extra bemühen. Nur zu, wenn ich schon mal da bin. Entschuldigung. MAK 7011. MAK 7011. Ja. Gut. Vielleicht haben wir ja Glück. Bitte schon. Grüß Gott, wo bin ich denn, Ihrem Chef? Danke. Grüß Gott, Wiegand, Kripo München. Ich habe eine Frage. Kennen Sie diesen Herrn? Ja, ist Mario Scheuer, aber der ist nicht da. Wissen Sie, wann er wiederkommt? Keine Ahnung. Er hat nur gesagt, er fährt ein paar Tage weg. War das schon länger geplant? Woher soll ich denn das wissen? Mir hat er nichts gesagt. Nein, ich glaube nicht. Und er hat nicht gesagt, wann er zurückkommt? Hat er nicht. Aber er ist doch der Chef hier, oder? Ach, das war er mal. Bis vor mir hat ihm die Firma gehört, aber dann ist einem Ganoven in die Hände gefallen, der ihn abgezockt hat. Hm. Womit? Ach, irgendwie mit einer Schifffahrtslinie, die überhaupt keine Schiffe hatte. Ist in Ordnung so, danke. In Australien oder Neuseeland. Wissen Sie auch, wer ihn reingelegt hat? Ja, der war ein paar Mal hier. Da ist Dressler. Mhm. Danke. Gut, das war die gute Nachricht. Und die schlechte kann ich mir fast denken. Der Scheuer ist abgetaucht, hä? Genau so ist es. Und ein Motiv gibt's auch. Dressler hat ihn mit einem obskuren Anlageprojekt über den Tisch gezogen und ruiniert. Ha, Kollege, Scheuer ist unser Mann. Ich weiß, Lorenz hat eben angerufen. Die Fahndung ist bereits raus. Übrigens, der Dressler ist nur vorübergehend auf freiem Fuß. Gegen Hinterlegung von 250.000 Mark. Der Staatsanwalt ermittelt bereits seit über einem halben Jahr gegen ihn. Unter anderem wegen Veruntreuung, Unterschlagung, Anlagebetrug. Wissen Sie, was das heißt? Wenn er die 250.000 nicht bezahlt hätte, wäre er jetzt noch am Leben. So ist es. Ja. Tod auf Kaution sozusagen. Ach ja, für Sie hat jemand angerufen. Hörte sich so an, als hätten Sie eine neue Eroberung gemacht. Na und raus damit. Sonja Harris möchte Sie sprechen. Es geht ihr wieder besser. Haben Sie was Neues über Sie erfahren? Nichts, was wir nicht schon wussten. Die Bestätigung, dass sie in dem Hotel arbeitet und dass sie heute Morgen nicht zum Dienst erschienen ist. Herr Fink, der Hotelbesitzer, sagt, dass sie keine Angehörigen in München hat. Ach, übrigens, bevor ich es vergesse, könnten Sie das im Labor abgeben hier? Was ist das? Kugelschreiber. Aus dem Hause Fink müssen Fingerabdrücke drauf sein. Und wofür brauchen wir die? Das weiß ich noch nicht. Wenn wir sie brauchen, dann wissen wir es. Oh, ja, das leuchtet mir ein. Auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, habe Ihre Logik, Herr Kollege. Ah, die ist fasziniert. Danke! Ja, ich bin's. Ja, ich weiß. Aber du weißt doch, was ich für dich empfinde. Du weißt doch, dass ich alles für dich tun würde. Ja, genau. Und deswegen ist es besser, wenn ich jetzt für eine Weile von der Bildfläche verschwinde. Die Polizei war doch sicher schon da. Hallo? Hallo. Hallo. Danke, dass Sie nochmal gekommen sind heute Morgen. Nicht der Rede wert. Darf ich? Und was machen die Schmerzen? Oh ja. Beim Atmen tut's weh. Ich habe 3 oder 4 Rippen gebrochen. Dann atmen Sie doch einfach nicht. Lachen ist noch schlimmer. Aber ich habe auch gar keinen Grund dazu. Erinnern Sie sich wieder? Und was ist denn auf dem Parkplatz passiert? Als wir ins Auto einsteigen wollten, da
Waffe oder auf uns geschossen. Haben Sie den Täter gesehen? Ich habe etwas gesehen, aber es war ja auch so dunkel. Ich glaube, es war Edgar Fink. Wie kommen Sie denn darauf? Der Hut, der Mantel. Er wusste ja auch, dass wir in dieses Restaurant wollten. Woher? Ich weiß nicht, ob ich darüber sprechen sollte. Weil Sie sich selber damit belasten würden. Ja. Sie kannten den Dressler gar nicht. Aber Fink. Fink hat mir erzählt, dass er eine alte Rechnung mit Dressler zu begleichen hatte und ob ich ihm dabei helfen würde. Wussten Sie, worum es da geht? Nein. Auch nicht, was er vorhatte? Nein. Aber als auf uns geschossen wurde, da kam mir der Gedanke, dass er auch mich umbringen wollte. Er wollte uns beide töten. Waren Sie seine Geliebte? Ging schneller, als ich dachte beim Notar. Tja, ich weiß nur nicht, was du dir davon versprichst. Klare Verhältnisse. Mädchen wie Sonja Harris, die dich oben anhimmeln und unten schon ihren Fuß in der Hoteltür haben, wird es bald nicht mehr geben. Jetzt lass doch mal Sonja Harris aus dem Spiel. Dann sag mir, wo sie ist. Was ist mit dir passiert? Ich weiß es nicht. Hm. Na, Bent? Ja. Gibt's noch ein Käfchen? Ja. Und Hepp? Hm? Ah, das ist sehr aufmerksam, Herr Kollege. Die hebe ich mir für morgen früh auf. Für heute ist mein Bedarf an Saurem gedeckt. Wir sollen Schluss machen für heute, sonst werden Sie Ihre Erkältung ja nie los. Was meinen Sie, was ich gerade mache? Eine Kostümprobe? Da kann ich es wissen. Ich gebe Ihnen da noch etwas Delikates mit auf den Heimweg. Erzählen Sie ruhig, ich höre Ihnen zu. Sonja Harris glaubt, dass es Fink war, der auf Dressler und Sie geschossen hat. Und? Sie glauben mir nicht. Doch, doch. Ich frage mich nur, ob Ihre Wahrnehmungskraft in so einer Situation funktionieren kann. Und vor allem die Frage, warum? Sie war seine Geliebte. Vielleicht wollte er sie loswerden. Warum hat er auf Dressler geschossen? Immerhin war Fink in Dresslers Büro. Was? Woher wissen Sie das? Von Ihrem fabelhaften Kugelschreiber. Einige von den Fingerabdrücken, die wir aus Dresslers Wohnung haben, sind identisch mit denen auf dem Kugelschreiber. Entschuldigung. Jetzt müssen wir nur noch wissen, was er da gewollt hat. Wo ist denn der Bericht der Spurensicherung? Auf Ihrem Schreibtisch. So. Wissen Sie, wer die Fotos gemacht hat hier? Nein! Das scheint aber ein cleveres Kerlchen gewesen zu sein. Der hat auch die Autos aufgenommen, die an der abgesperrten Unfallstelle umkehren mussten. Ich hoffe, Sie haben keine Gestaltungsprobleme für den Rest der Nacht. Moment, Moment, kommen Sie mal her. Schauen Sie sich das mal an. Für was halten Sie die Zahlen? Ist doch ganz eindeutig. Vorne eine 7, hinten eine 1. Dann sollten wir dem verehrten Kollegen mal eine Flasche Prickelwasser in die Dunkelkammer stellen. Wieso? Das ist Finks Wagen. Soll ich einen Haftbefehl beantragen? Moment, Moment, Moment. So einfach ist es nicht. Der Fink hat seinen Wagen als gestohlen gemeldet. Ja, andererseits werden wir nun gar nicht wissen, dass sein Wagen als gestohlen gilt. Gut. Also er war zur Tatzeit angeblich mit seiner Frau in der Oper. Da müssen wir noch mal ran. Aber wir haben die Fingerabdrücke in Dresslers Wohnung und vor allem die Aussage von Sonja Harris. Die zusammen mit dem Auto empfunden ist. Hane, Sie sagen immer, wie es ist. Aha.
Wo haben Sie denn die ganze Zeit gesteckt? Ich habe bei Scheuer auf dem Sofa ein kleines Nachmittagsnickerchen gemacht. Aha. Sie wissen, dass das nicht gerne gesehen wird, Verbrüderung mit einem Tatverdächtigen. Allein. Und? Haben Sie was rausgefunden? Ja. Zwei Sachen. Das eine ist eine Rechnung über 7.825 Mark. Habe ich in seiner Wohnung aus dem Papierkorb gefischt. Scheuer hat den Peilsender besorgt, der an Dresslers Auto befestigt war. Und dann habe ich hier noch was, was mich sehr überrascht hat. Es gibt offensichtlich eine Verbindung zwischen Scheuer und Karin Fink. '98, lieber Mario, zwei Tage Siena, Bellissimo, morgen Florenz und dann eine Woche an die Ligurische Küste, unser erster Urlaub seit 5 Jahren. Was Tertius betrifft, hast du recht, Freunde zu verlieren tut immer weh. Grüße von Edgar, ciao. In Freundschaft durchgestrichen, liebe Karin Fink. Kann ich auch nichts mit anfangen. Wie dem auch sei, morgen müssen wir erstmal diesem Fink einen Besuch abstatten. Sonja Harris hat ihn schwer belastet. Und anschließend werden wir mal sein Haus auf den Kopf stellen. Weil ohne Tatwaffe sind die Indizien nur die Hälfte wert. Ja, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Moment, ich bin gleich soweit. Herr Siska, das war doch richtig. Bitte nehmen Sie Platz. Sie wollen zu meinem Mann? Ja. Ja, wenn Sie sich einen Augenblick gedulden, er muss gleich wieder hier sein. Ist nur kurz im Haus unterwegs. Geht es um diesen Mord? Ja. Hat Ihr Mann eine Waffe? Ja, nebenan in seinem Schreibtisch. Kann ich die mal sehen? Sicher. Sie ist weg. Das verstehe ich nicht. Ach, sowas habe ich mir gedacht. Wir kennen uns ja bereits, aber... Mein Kollege Wiegand. Und die beiden Herren da draußen gehören vermutlich auch zu Ihnen. Ja. Was machst du da? Du hast doch immer eine Pistole hier gehabt. Nicht immer, aber seit ein paar Monaten. Muss ja auch da sein. Was ist das für eine Waffe? P38. 9 mm Automatik. Das verstehe ich. Herr Fink, ich nehme Sie fest, wegen des dringenden Verdachtes, Knut Dressler erschossen zu haben. Ich habe damit nichts zu tun. Na bitte, was habe ich gesagt? Ruf sofort Dr. Rössler an. Er soll mich... Wo bringen Sie mich hin? Ins Polizeipräsidium. Hast du gehört? Einen kleinen Hausbesuch in der... Ferdinand-Belitz-Straße 12, ja. Wird das lang dauern? Es kommt drauf an, wie groß das Haus ist. Ich glaube nicht, dass er die Pistole hier hat. Sie suchen doch nach der Pistole. Ist das Ihre Handschrift? Siena. Waren Sie schon mal in Siena? Eigentlich hatte ich Sie was gefragt. Ja, das ist meine Handschrift. Von wem haben Sie die? Von Mario Scheuer. Aber der... Ja. Was wollten Sie sagen? Ich weiß nicht mehr, was... Ja, jedenfalls habe ich ihm diese Karte geschrieben.
Was geschieht mit meinem Mann? Er wird des Mordes an Knut Dressler angeklagt. Und wenn der Staatsanwalt ihm die Tat beweisen kann, dann wird er eine mehrjährige Haftstrafe bekommen. Wie lange? Keine Ahnung. Aber es kann auch sein, dass er freigesprochen wird. Ja, wenn die Beweise gegen ihn nicht ausreichen, dann kann er auch freigesprochen werden, ja. Warten Sie. Ich war vorgestern Abend nicht in der Oper. Ich war mit Mario Scheuer zusammen. Nein, nein, nicht, was Sie denken. Es ist eine rein platonische Freundschaft, jedenfalls von meiner Seite aus. Und wo war Ihr Mann? Ich weiß nicht, wo er war. Ich habe das mit der Oper gesagt, um ihm ein Alibi zu geben. Ich habe gesehen, dass er Hilfe brauchte. Er hat mir leid getan. Sie wissen, dass das strafbar ist? Ja. Aber ich wollte Ihnen das heute sagen, weil ich es vor Gericht ja doch nicht beschwören kann. Also hilft es ihm auch nicht. Entschuldigung. Können Sie kurz mal kommen? Das müssen Sie sich ansehen. Mit diesem Material ist Edgar Fink erpresst worden. Der Umschlag lag im Arbeitszimmer auf dem Schreibtisch. Was, offen auf dem Schreibtisch? Mitten da. Steuerhinterziehung, Schwarzgeld, Korruption, Handel mit gestohlener Kunst. Wenn man sich das durchliest, kann einem glatt schlecht werden. Das sind natürlich alles Kopien. Mhm. Und die Originale hat Fink und Dresslers Wohnung gesucht. Und wahrscheinlich auch gefunden. Er war derjenige, der für uns da aufgeräumt hat. Ja, und dann ist da noch dieses nette Begleitschreiben. Sie zahlen 2 Millionen oder der Staatsanwalt wird sich über diese Lektüre freuen. Nicht billig. Mhm. Glauben Sie, dass Ihr Mann Dressler umgebracht hat? Nein. Er hat ihn erpresst. Wissen Sie? Natürlich. Sie haben mir diesen Umschlag gefunden. Ja, der war nicht zu übersehen. Ja, den haben wir vor 3 Tagen erhalten. Kannten Sie Dressler? Nein. Und woher wissen Sie, dass er der Erpresser war? Mein Mann kannte ihn, ja. Hatte geschäftlich mit ihm zu tun gehabt. Einen Tag, nachdem wir diesen Brief erhalten hatten, rief er an, um die Art und Weise der Übergabe zu besprechen. Er hatte seine Stimme verstellt, aber Edgar hat ihn trotzdem erkannt. Übrigens, wir haben Ihre PR-Managerin ausfindig gemacht. Wo ist sie? Sie hatte einen schweren Unfall. Die Ärzte sagen, dass sie in 2, 3 Tagen wieder aus dem Koma erwachen wird und dann kann sie aussagen. Wo? Im Krankenhaus Bogenhausen. Du, das weiß ich nicht. Wie lange brauchen wir denn hier noch? Wir können fahren. Ah ja, also dann sind wir jetzt auf dem Weg. Bis gleich. Tschüss. Hane war dran. Scheuer ist von jemandem gesehen worden. Ja, bitte. Am Ende kriegt ja jeder von uns seinen eigenen Täter. Außerdem ist der Wagen von Fink gefunden worden, mitten in der Stadt. Die Suche nach der Tatwaffe hätten wir uns auch schenken können. Die war nämlich im Wagen, mit den Fingerabdrücken von Fink. Sie machen Witze. Nee. Aber das Allerbeste haben Sie gerade verpasst. Die Fink hat das Alibi von ihrem Mann auffliegen lassen. Die war gar nicht in Europa, sondern mit Mario Scheuer zusammen. Irgendwas stinkt hier, aber ganz gewaltig. Nachricht von Jakob. Der Haftrichter muss gehört haben, was Sie vor dem Auto gesagt haben. Dem gefällt Fink als Täter auch nicht.
Edgar Fink ist wieder auf freiem Fuß. Sein Anwalt hat ihn der Postwendung wieder rausgeholt. Und der Staatsanwalt springt im Dreieck. Sie sollten ihn unbedingt anrufen. Ja, mach ich. Der Fink ist noch nicht abgehakt. Wiegand, Mordkommission. Ja, Moment. Der Scheuer ist am Telefon. Herr Staatsanwalt, einen kleinen Moment. Jasiska hier. Kleinen Moment, bin gleich wieder da. Danke. Wir suchen Sie. Ja, ja. Was weiß ich, dass Sie mich suchen? Ich sehe die Bilder von mir überall hängen. Das ist die reinste Hexenjagd. Ich finde das... Naja, ich werde mich darüber beschweren. Ja, ist ja gut, wo sind Sie? Sie müssen sich stellen, Sie machen alles noch schlimmer. Ich kann mich nicht stellen. Es geht nicht um mich. Ich habe nichts getan, aber ich möchte auch niemanden belasten. Sind Sie noch dran? Bitte, bitte glauben Sie mir, ich war das nicht. Wirklich. Sie suchen den Falschen. Gut, das können wir leicht feststellen. Wir haben nämlich eine Augenzeugin namens Sonja Harris. Liegt im Krankenhaus Bogenhausen. Aber momentan ist sie nicht ansprechbar. Aber in 2-3 Tagen sagen die Ärzte, kann sie aussagen. Und dann wissen wir, ob wir den Falschen suchen. Herr Scheuer? Herr Scheuer? Moment bitte. Kennen Sie Sonja Harris? Ja, Wiegand, Mordkommission. Ach, Jakob, du bist. Was ist los bei euch? Alle Apparate sind besetzt. Wir haben ihn. Der telefoniert gerade. Nein, er hat aufgelegt. Jakob, bist du noch da? Woher weißt du das? Siska hat gerade mit ihm telefoniert. Okay. Sollen wir ihn festnehmen? Nein, nur dranbleiben. Solange wir keine eindeutigen Beweise haben, können wir nicht festnehmen. Alles klar. Servus. Servus, habe die Ehre. Servus. Herr Staatsanwalt? Herr Staatsanwalt? Hat auch aufgelegt. Selber schuld. Ich wollte ihm gerade sagen, dass er den nächsten Haftbefehl ausstellen kann. Ja, am besten gleich blanko. Ja, aber nur bis heute Abend. Und spätestens um Mitternacht können wir ihm da auch einen Namen reinsetzen. Hat er sich doch gefreut. So, jetzt müssen wir vor allem Edgar Fink sagen, wie es seiner PR-Managerin geht. Und die Patientin müssen wir natürlich auch einweihen. Ja, ist klar. Ich kümmere mich um den Fink. Ich bräuchte noch 3 Funkgeräte. Ja, mach ich. Ach so, ich vergesse. Hier sind die Pläne vom Krankenhaus. Ach ja, genau. Die Fluchtwege und die Stellen, wo die Kollegen stehen werden, sind alle eingezeichnet. Wunderbar. Danke. Bis später. Ja. Bitte, das sieht doch ganz professionell aus. Wollen wir vorher noch eine kleine Wette abschließen? Oh, nee. Sie haben mich schon verunsichert. Dass der Edgar Fink wieder freigelassen wurde, hat wirklich nicht viel zu sagen. Deswegen kann er trotzdem die Person gewesen sein, die Sie auf dem Parkplatz gesehen haben. Also Wette? Nee. Nicht? Ja, Siska? Ein verdächtiger Wagen ist vor den Haupteingang gefahren. Ich bleib dran. Alles klar, Ende. Geht los. Kommen Sie. Es sieht dramatisch aus. Koma-Patientin. Sie brauchen keine Angst zu haben. Kann nichts passieren. Die verdächtige Person ist ausgestiegen und hat das Krankenhaus betreten. Ist aber beim besten Willen nicht zu identifizieren. Das übernehme ich. Habe jetzt keine Gespräche mehr. Roger. Auch Roger. Hane. So. Ab jetzt sind Ihre Qualitäten als Schauspielerin gefragt. Schaffen Sie das? Ich weiß ja, dass Sie da sind. Thank you.
Auto. Also, was machen Sie denn hier? Sie sollten sich doch um Scheuer kümmern. Sehen Sie doch mal da unten. Glauben Sie denn im Ernst, dass ich mir die Örtlichkeiten vorher nicht genau anschaue? Das sagen Sie in der Notaufnahme Bescheid. Kommen Sie. Kommen Sie. Den Autoschlüssel. Was ist mit ihr? Wir haben sie festgenommen. Sie wollte Sonja Harris umbringen. Sie lieben sie? Ja. Aber ich war zu feig. Und dann habe ich ihr ja geholfen. Ich habe ihr geholfen. Ich habe die Fotos gemacht von ihrem Mann mit dieser Sonja Harris. Und ich habe den Schalldämpfer besorgt und den Peilsender. Und ich bin hinter Dressler hergefahren bis zu diesem Restaurant. Da habe ich gesehen, wie sie geschossen hat. Mein Gott. Diese Wut von ihr. Haben Sie Dressler umgebracht? Ja. Warum? Mein Mann hat mich betrogen, schon vom ersten Tag unserer Ehe an. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ich weiß. Anfangs hat es mich auch nicht besonders gestört. Es waren ja immer nur kleine Affären. Geschichten, die nicht zählten. Sonja Harris war der Auslöser. Bei ihr war ich auf einmal sicher, dass sie sie. Die Frau, die meine Stelle einnehmen wird. In meinem Hotel. Was ist mit Dressler? Mario Scheuer hat ihn eines Tages mitgebracht. Vor 4, 5 Jahren. Ich habe ihn geliebt. Dafür bezahlt. Er hat gedroht, Fotos, die er von uns gemacht hat, meinem Mann zu zeigen. Zweieinhalb Jahre lang habe ich dafür bezahlt, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und? Weiter. Tja, wusstest du, dass mein Mann schmutzige Geschäfte macht? Ich habe ihm ja die Bücher geführt. Ich habe Dressler die Unterlagen zukommen lassen, in der Hoffnung, dass er meinen Mann damit erpressen würde. Na so, so war es dann ja auch. Sollte so aussehen, dass Fink
seinen Erpresser umgebracht hat, damit er dafür ins Gefängnis geht. Und sie wären die beiden Männer, die sie verletzt und gedemütigt haben, mit einem Schlage losgeworden. Ja. In jedem Fall musste ich verhindern, dass ich eines Tages mit leeren Händen dastehe. Das verstehen Sie doch. Wollen Sie mit mir scherzen? Was ist mit Scheuer? Im Streifenwagen. Beihilfe zum Mord, der hat alles gestanden. Wunderbar. Kümmern Sie sich um den Rest. Sie bleiben hier, bis die ärztliche Versorgung beendet ist, und dann rufen Sie mich. Bin ich froh, dass wir das heute über die Bühne gekriegt haben. Wieso? Gibt es einen besonderen Grund dafür? Ja, morgen zwei Arzttermine. Zum Zahnarzt und... Oh, teuer? Ja, steht zu befürchten. Oh, zum Internisten. Oh, das würde ich an Ihrer Stelle aber gerade andersrum machen. Wieso? Gehen Sie lieber erst zum Internisten. Vielleicht lohnt sich ja die Zahnbehandlung gar nicht mehr.